Und damit willkommen hier zu unserer Fans 23 mit Teamkarriere mit Audi Season 2 Interlagos. Und wir durften vor einigen Rennen unseren ersten Grand Prix-Sieg feiern. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne um rechts in der Caption vorbei. Aber ich würde mich natürlich auch gerne freuen, falls ihr neu seid hier, dass ihr gerne kostenlos abonniert. Und ja, wir sind in Sao Paulo. Geile Strecke. War in der Vergangenheit immer sehr spaßig. Hier haben wir Interlagos. 4,3 Kilometer, 15 Kurven und 2 DRS-Zonen machen die Strecke sehr überholreich, würde ich mal sagen. Turn 14, die letzte richtige Kurve. Und ja, da werden wir jetzt auch direkt ins Qualifying springen. Wie gesagt, abonniert gern kostenlos. Lasst doch gern ein Däumchen um da. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gern freuen, dass ihr auf Social Media vorbeischaut. Da hat Hyundai-Gaming Instagram und auch gern auf it's_tobi auf TikTok. Links mal unten in der Bio und wir machen hier ein bisschen langsam. Ich mache zum Vordermann ein bisschen Platz gut, denn jetzt geht's in den letzten Run hier in Brasilien. Let's go, letzte richtige Kurve und jetzt wird der Schwung mitgenommen. Full Speed bis Turn 1, bis zum Senna ist. Und dann geht's in Sprint. Also das ist jetzt nur das Qualifying mal vor dem Sprint oder für den Sprint. So, let's go, Senna ist hier rein in Shuttle. Naja, erwischt beim Rossbeschleunigen, immerhin richtig viel Zeit mitgenommen. Eine Zehntel haben wir schon gefunden. Michael oben hat hier, also auf die Zeit wird gemessen, 9. Platz. Wir sind aktuell nur 11. Da sind wir noch hinten. 27.000stel fehlen uns da noch auf Michael. Das bedeutet, boah, auf die Top 9 generell. Bisschen weit neben die Strecke, hat auch ein paar Tausendstel gekostet. Let's go, hier den Berg rauf. Da habe ich vorher ein bisschen Zeit liegen lassen und jetzt noch viel mehr. Bin über diesen Körper drüber und da bin ich so derbe gerutscht. Also das war nicht von dieser Welt. Jetzt aber hier beim Rausbeschleunigen. 3 Zehntel. Ja, geht es hier wieder rein. Natürlich geht hier wieder die Zeit runter. 4 Zehntel, das ist gut. Ja, jetzt geht es wieder runter auf 2. Egal, jetzt noch einmal die Kurve gut erwischen. Und ja, der Exit Purple im Mittelsektor. Das ist stark. Das ist auch der einzige Sektor, wo man kaum Pace braucht. Sondern ehrlich gesagt nur Traktion und ja, Vertrauen ins Auto. Und das habe ich meistens. 5 Zehntel hier gefunden. Und da geht noch ein bisschen was. Fast 6 Zehntel. Wo bleibt die Uhr stehen? Es ist der 2. Platz. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Sergio Perez startet heute vom 1. Platz. Und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Norris, der Wissenschaftler. Russell, Gasly. Sainz, Hamilton. Leclerc, Ocon, Michael Schumacher, Albon, Stroll, Oscar Piastri, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Joe, Doohan, De Vries und Logan Sargeant. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Und es hat tatsächlich für Startreihe 2 gereicht, der 4. Platz hinter Lando Norris. Michael ist ein bisschen weiter hinten, ihr habt es eh gerade gesehen. Let's go, Sprint hier in Interlagos. Ja, Norris gestanden und auch Perez nicht gut weggekommen. Ja, da müssen wir aber jetzt ein bisschen uns einig werden, Bro. Turn 1, ja, da können wir. Ja, jetzt gibt es die Verwarnung. Das war Rad an Rad, ich wusste aber auch nicht wohin, denn vor mir war Max, ihr habt es gesehen. Und das ist der 2. Platz mal aktuell. Unser Auto fährt sich hier wirklich wie auf Schienen. Es ist toll zu sehen, wie gut dieses Auto funktioniert. Es ist echt cool. Gerade so seit Katar, ich würde eher sagen, gerade so seit Texas, seit dem Rennen, konnten wir viele, viele Erfolge feiern. Gestern auch beinahe die Pole, natürlich ohne diesen Strafen. Aber dennoch, wäre es möglich gewesen. Da hinten ist gelb, da ist anscheinend, das war nur so ein bisschen Verkehr. Dennoch, mich freut es extrem. Wir könnten hier heute aus der ersten Startreihe starten, wenn da nichts dazwischen kommt. Perez sieht mir ein bisschen schwach aus auf dieser Strecke. Auch Verstappen, wir können ihn noch folgen, aber bis Runde 3 wird es dann halt wieder hardcore werden. Denn gerade so, ja, ab Runde 2 dreht dann die KI meistens richtig auf, das wissen wir schon. 5 Zehntel sind aktuell noch, der Windschatten-Effekt ist hier wirklich gut und das ist mal die schnellste Runde für Max Verstappen. Aber jetzt geht es in seine Eis. Da konnten wir immer ein bisschen Zeit gut machen. Und da rutscht Verstappen ein bisschen. Wir schneiden hier innen das ist echt hardcore. Aber dennoch muss ich sagen, ich bin da immer sehr noch am Limit. Also am Limit, aber noch in den Regeln. Hier schneide ich schon mal raus und zeige Verstappen, dass ich auch da bin. Ah,
wir werden natürlich hier nicht so blöd sein und direkt so ohne DS-Hilfe das überholen, denn das würde absolut keinen Sinn ergeben. Jetzt mal hier rauf den Berg, da fahre ich eine versetzte Linie, weil es einfach mehr Schwung bringt. Ja, jetzt, wir jagen förmlich den Max. Und Perez hat doch gegen Lando den Platz verloren. Das schaut gar nicht gut aus bei dem. Also das ist, ja, was soll ich sagen, nicht gut. Gar nicht gut. Hier raus. Ah, da war ein immer schwach der Exit. Es ist wirklich sehr, sehr atemberaubend. Denn sollten wir das wirklich schaffen, nehmen wir die ersten Mal die 8 Punkte mit. Aber auch ja, in zweiter Linie natürlich den ersten Startplatz, die Pole. Aber jetzt mal hier Windschatten. Es geht Richtung Turn 1. Schnellste Rennrunde nehmen wir uns auch mit und ja, das reicht einfach nicht. 4 Zehntel sind einfach zu viel, zu wild, zu, ja, unüberbrückbar. Jetzt aber mal hier DRS, das erste Mal dürfen wir es aktivieren und das saugt uns schon mal ein bisschen dran, unter 4 Zehntel. Knapp, ja, 3,5, 3 Zehntel, sogar jetzt sogar unter 3. Also das ist wirklich gut, wenn wir das halten könnten, dann wären wir auf Start und Ziel, ja, in Schlagdistanz, dann könnten wir in der Locke überholen, 3 Sekunden zum Hintermann, das ist auch, ja, der kommt da nicht mehr ran. Jetzt geht's los, Leute, hier, Ende Runde 3 und wir haben DRS und ich schere hier aus und bin viel zu spät auf der Bremse und wir müssen hier den Notausgang wählen, das war nicht gut, da müssen wir auch Max wieder vorbeilassen. Das war leider gar nicht gut, also ich wollte wirklich zu viel und war einfach viel zu spät und dachte mir, bevor wir da irgendwie crashen, ja, mache ich da lieber die Fliege und fahre gerade weiter. Jetzt hier mal die Startwiederholung und da sehen wir auch, die linke Seite generell ist sehr schlecht gestartet mit Perez und Norrie. Also Max und ich sind wirklich toll weggekommen, aber gerade Perez, da kommt es zur Berührung, genau das war diese Verwarnung. Oh, wir fliegen hier im Senna, wir fliegen, das schaut nicht schön aus, diese Grafik. Ja, das ist ein Spiel von 2023. Ja, ich würde mal sagen, man sollte auch wissen, wenn man zurückstecken sollte, aber das hat Perez anscheinend ja nicht verstanden. So, und hier haben wir dann Runde Nummer 3, da jagen wir ihn schon förmlich, da fahre ich auch schon ein bisschen versetzt, um natürlich da jetzt auch keinen Off-Unfall zu machen und dann geht es hier in Richtung Turn 1. Ich wollte einfach hier zu früh zu viel. Ich habe es dann auch rückblickend in der Replay gemerkt, da steche ich zwar raus, aber das hat gar nichts gebracht. Da gehen wir weit, aber da bin ich auch direkt der Meinung natürlich, oder musste ich ihn natürlich auf den Platz zurückgeben. Jetzt hier, aber wir sind jetzt hier in Runde 6 und ich gebe nicht auf. Wir können uns hier immer noch ja, an Verstappen festkrallen. Es sind nur 2 Zehntel nach den 2 DS-Zonen und das bedeutet, wenn ich hier wirklich durch den Mittelsektor, der mir eigentlich okay liegt, also gerade dem Audi liegt der ziemlich gut, könnten wir hier tatsächlich noch einmal die perfekte Möglichkeit wagen, oder? Jetzt geht's los, Leute. Vermutlich letzte Möglichkeit hier zum Überholen. Es geht in die letzte Runde. Wir sind verdammt nah dran. 2 Zehntel, unter 2 Zehntel. Wir stechen hier in Turn 1 rein und es reicht, Leute. Es reicht. Wir übernehmen hier mal vorerst die Führung. Warum vorerst? Es sind noch ein paar Meter und gerade hier kann man einen guten Switchback wagen und guckt euch das mal an, wie Verstappen hier angeschossen kommt. Ja, keine Chance, ist direkt wieder vorbei, wie gewonnen, so zerronnen. Max Verstappen übernimmt wieder die Führung und da kann ich diesmal auch irgendwie nichts mehr dazu gegensteuern. Wir haben 7 Zehntel Rückstand, das wird nicht reichen bis zur Ziellinie. Deswegen ein 2. Platz, gucken wir uns jetzt mal die Startausstellung an. Na, schade, aber ja, ich habe nicht mehr erwartet. Überholmöglichkeit der Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Gasly, Perez, Hamilton, Russell, Ocon, Michael Schumacher, Leclerc, Albon, Bottas, Oscar Piastri, Magnussen, Stroll, Joe, Hülkenberg, Sainz, Sargent, De Vries, Doohan und Yuki Tsunoda. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Sodala, jetzt hier willkommen zurück. Startreihe 1 und wir let's go!
Hauptrennen Brasilien. Und wir kommen besser weg als Max Verstappen. Können wir das auch über die erste Runde und eventuell auch über die erste DS-Zone drüber bringen? Let's go. Wir kommen ja viel besser aus dem Senna S raus und bleiben auf den ersten Platz, Leute. Es ist aktuell die Führung. Und wie geil wäre das, wenn wir das ins Ziel retten würden? Oh mein Gott, wieder angeschossen, kommt ohne DS-Hilfe. Aber wir wissen, auch innen kann man nicht viel anrichten. Wir bleiben einfach hartnäckig auf unserer Ideallinie. Und das hat gelangt. Das hat gereicht, Leute. Perez auf den zweiten, auf den dritten Platz und auch Norrie wieder vorne hinten mit dabei. Auch Lewis und Michael ist ein bisschen weiter hinten. Da sind noch zwei Alpine dazwischen. Also Michael sollte jetzt summa summarum irgendwie auf dem 8., 9. Platz herumfahren. Also, ja, nicht so lecker. Aber, oder ja, 8., 7., 8. Platz. Ob es zwei Alpine sind, bin ich mit. Ja, doch, schaut mir schon so aus. Also ich denke mal 8. Platz. Dennoch, wir können uns zwar hier wehren, aber ja, das drückt uns nicht von der Pelle. Und das war mir auch irgendwie klar, denn, ja, einen Verstappen hinten zu halten, das wird ein Mammutprojekt. Und das so 25 Runden, das wird schwierig. Also da kannst du... Und da probiert es auch außen, da kann ich, glaube ich, aber auch noch dagegen halten. Es ist sehr knapp zwischen uns. Ich denke aber mal, dass er bestimmt das bessere Auto hat und vermutlich auch vom Skill her ein Ticken besser sein wird. Mein Auto ist natürlich auch schon ein bisschen auf mich zugeschnitten, während wir uns hier mal die Startaufstellung, die Wiederholung angucken. Wir kommen ja viel besser weg. Der Alpine, der ist gestanden hier. Der hat so viele Plätze verloren, obwohl er eigentlich einen sehr tollen Start hatte. Hier geht es Rad an Rad beinahe mit Max, ja, aus Turn 1 raus. Aber dennoch muss ich sagen, wir hatten hier auf jeden Fall auch den besseren Exit aus Turn 1. Wir sind in Runde Nummer 2, konnten uns jetzt auf 6 Zehntel ein bisschen absetzen. Fixieren noch einmal die schnellste Rennrunde hier, diesmal war gar nicht wichtig, denn wir könnten hier wirklich um den Sieg mitfahren. Es wäre ein Privileg, hier zu gewinnen, aber da müsste sich ein bisschen was tun, denn mit den beiden kampfwütigen Red Bulls. Guck dich hin, der Abstand zu Norrie wäre eigentlich nahezu okay, aber gerade gegen die beiden Red Bull dahinter uns, die sind so schnell und die machen auch keine Pause. Unermüdlich drücken die und drücken die und drücken die. Und es scheint auch so, als ob die gar nicht full Limit wären. Dass das, ich bin wirklich auf letzter Rille. Es ist auch hier bei den Einlenkmanövern und so. Ich bin da, ja, auf letzter Rille. Da geht kaum mehr. Und ja, die da hinten, die cruisen da einfach hinterher. Jetzt sind es aber mal 7 Zehntel. Zu Perez immerhin 1,4 Sekunden. Und zu Lewis, der sich jetzt auf den 4. Platz vorgekämpft hat, sind es 3 Sekunden. Das wäre wirklich mächtig. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, wie wir hier eigentlich vorne wegkommen. Ich denke aber auch mal, dass Norrie ein bisschen dieses Bremsplötzchen war. Jetzt mal hier 4 Zehntel nur. Er darf jetzt auch das erste Mal das DRS auf dieser Geraden öffnen. Und da schießt er wieder ganz nah dran. Verstappen direkt mit der schnellsten Rennrunde. Aber ist auch klar, wenn du zweimal DRS bekommst, ist das ziemlich, ja, einfacher. Und kann ich auch nicht anders sagen, mein Exit hier aus Turn 2 war scheiße. Und jetzt werde wieder angreifen. Jetzt sind beide hier im Formationsflug. 3 und 5 Zehntel. Ja, 2,4 Sekunden. Die Reifen lassen allmählich nach. Der Zauber lässt nach. Und wir werden hier um die Strecke gescheucht von den beiden Bullen. Ja, das wird auf jeden Fall ein so schwieriges Finish werden. Sollten wir das generell auf diesen Platz beenden dürfen, wird das wirklich mega schwierig werden. Jetzt hier mal aus der letzten Kurve raus. 4 Zehntel, die werden nicht reichen. Die werden bestimmt nicht reichen. Obwohl wir hier sogar Zeit zwischenzeitlich dazu gewinnen, denke ich mal aber auch, dass Max hier nicht angreifen wird. Denn wir wissen auch, er weiß auch, dass es natürlich nach dem Senna S direkt die nächste DRS-Zone gibt. Und mein Exit gerade hier aus Turn, ich weiß nicht, dass das Turn 3 nicht besonders ist, müssen wir hier einfach mal rüber zupfen. Oh, drückt er sich trotzdem irgendwie durch und übernimmt jetzt mal die Führung. Das ist gut für ihn, aber nicht gut für uns. Der ist wirklich sehr, 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 sehr mühsam in dem Game hier. Der ist so mühsam, wir müssen hier irgendwas machen. Aber ja, das wird nicht reichen. Ja, da macht er die Lenkung auf, weil ich auch wieder viel zu spät auf der Bremse war. Ich hoffe, dadurch auch ein bisschen einen internen Fight ausgelöst zu haben, dass Perez und Verstappen vielleicht ein bisschen irgendwie gegeneinander kämpfen, aber die Hardcore ist halt wirklich einfach so, ja, klar bei denen, dass sie da auch einfach nichts machen. Wir gehen hier in
die Wiederholung. Runde Nummer 5, das war jetzt eh gerade das, was passiert ist. Ich zupfe raus, aber da war er halt einfach schon richtig nah dran. Konnte sich sogar neben uns setzen. Das hat ja irgendwie gar nicht, habe ich gar nicht zur Erinnerung gehabt. Ein bisschen verdrängt, würde ich sagen. Und ja, Runde 6, wir wissen natürlich, jetzt kommt erst diese Runde, wo ich, da komme ich auch weit neben die Strecke, genau, das war auch das, wo ich gesagt habe, die Reifen sind allmählich am Limit. Ist klar, wenn du jede Runde pushen musst, tut das auch den Reifen nicht gut und wir müssen mindestens bis Runde 13 aushalten. Hier, Runde Nummer 6 und da kommt er schon mal viel besser raus, ohne Schwung. Ich denke mal, sogar ohne DRS hätte er es geschafft. Da verhaken wir uns beinahe, weil ich nicht gewusst habe, dass der schon so nah dran ist, geht er da in dieser Kurve vorbei und wir konnten uns oben mit einem ganz späten Bremsmanöver irgendwie wieder an ihn vorbeisetzen. Da kommen wir schon näher dran und da bin ich euch schon ein bisschen versetzt gefahren. Und ja, Runde Nummer 9. Und ja, da hinten habt ihr es im Spiegel gesehen, Leute. Das ist das. Das ist genau dieser Magic Moment. Rote Flagge direkt hier. Das war gar nicht schön. Wir müssen uns das unbedingt noch einmal angucken. Max hat gepatzt. Max Verstappen hat's verschissen. Jetzt hier noch einmal natürlich schnell die Strategie auswählen für die rote Flagge. Gehen wir auf Risiko, wir werden in Runde 11 rausgehen. Das wären 14 Runden mit dem gelben Reifen. Da bin ich mir auch zuerst sehr unsicher. Vielleicht, oh, zum Schluss Regen noch, oh mein Gott. Hier gucken wir uns das mal an. Verstappen dreht es einfach weg, ohne Fremdverschulden. Den haut's einfach raus. Hier kommt er ein bisschen zu weit über den Körper, vermutlich auch zu früh aufs Gas oder so gestiegen. Und da kommt der klassische Spin und das von einem Doppelweltmeister, das hätte ich nicht erwartet. Und Perez, so klug wie er ist, verhakt sich hier einfach mal mit dem eigenen Teamkollegen. Wie blöd willst du sein, Perez? Ja. Er hat natürlich jetzt auch nicht ahnen können, wo es hingeht. Hamilton sieht das Ganze, weicht hier aus, warum er so weit über den Körper geht, kein Plan. Aber ja, das ist natürlich gut, das bringt uns hier in eine ganz andere Ausgangssituation. Hamilton, jetzt mit mir aus der ersten Startreihe. Let's go, Restart, das ist jetzt mein dritter Start in diesem Video. Und jetzt heißt es auch noch einmal, ja, pushen. Denn auch die Abstände haben sich natürlich wieder verflüssigt. Und was auch wichtig ist zu sagen, Perez und Verstappen sind beide noch im Rennen. Sie sind sogar in den Top 10. Ihr seht es auch unten links in der Minimap hinter dem McLaren, also so 6., 7., 8., da cruisen sie irgendwo herum. Und das kann interessant werden. Ocon, mir ist auch aufgefallen, dass gerade hier im Game, gerade so Ende Season 2, die Alpine mega stark geworden sind. Ich denke mal auch, dass das so ein bisschen so ein Anzeichen ist, dass die in Season 3 ja, weiter vorne mitkämpfen wollen oder werden. Ich bin mir da natürlich nicht ganz sicher, hoffe aber auch, dass die vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht könnten wir auch mal um eine Weltmeisterschaft mitfahren. Da bin ich mir aber absolut unsicher, ob das jemals der Fall sein wird. Jetzt aber mal hier Concentration. Wir sind fast aus dem DS-Fenster von Esteban Ocon draußen. Das ist perfekt. Sogar bevor es das DS wieder gibt, sind wir jetzt aus dem DS-Fenster draußen. Und das bedeutet auch, dass wir es jetzt einfach haben. Denn wir können jetzt ein bisschen vorne wegfahren. Solange Russell hinter Ocon bleibt, können wir uns auch eine kleine Gap rausfahren. Auch wenn dann vielleicht am Schluss die Reifen nicht mehr allzu gut sind. Verstappen hier, wir haben es kurz aufblinzeln gesehen. Bereits hinter Norris, jetzt auch gerade vor Norris. Und jetzt ist er schon an Norris vorbei. 18. Runde, wir haben einen 4,5 Sekunden komfortablen Vorsprung. Das Ding ist natürlich, dass jetzt Ocon schon von Russell überholt wurde. Das bedeutet, wir müssen halt einfach hier jetzt kontrollieren. Es wird schwierig werden, denn Mercedes hat eine andere Pace wie der Alpine. Jetzt 18. Runde, 7 Runden sind noch zu gehen. Die Reifen fühlen sich noch top an. Und es sieht so aus, als ob wir unseren zweiten Saisonsieg, unseren zweiten Karrieresieg entgegenfahren würden. Also das ist schon mega geil, oder? Das jetzt einfach zack, von jetzt auf jetzt funktioniert es, aber leider vermutlich auch von jetzt auf jetzt kann es dann nicht mehr funktionieren. Das hoffe ich natürlich nicht, dennoch ist es einfach nur top. Was gerade so abgeht in diesem Team, ist einfach nur geil. Michael auch OP unterwegs, der ist, denke ich mal, ja, hoffentlich in den Top 10. Schaut mir aber auch leider so aus, als ob der hinter dem beiden erstens wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entweder so 9. oder 12. Ich hoffe ersteres, glaube aber zweiteres. Jetzt 19. Runde. 5, 6 Runden noch zu gehen. Mit dieser natürlich. 5 Runden noch mit dieser. Und ja, Russell, das hält sich auch im Lot. Also wir kommen hier gut. Vorne eigentlich klar. Wir managen das zwar nicht,
weil ich fahre eigentlich jede Runde auf Full Speed und wenn ich dann mal einen Fehler mache, so wie jetzt hier, dann verliere ich wieder ein bisschen was, dann bin ich mal ein bisschen schneller, gewinne wieder was. Das Ding ist halt natürlich, ich weiß halt auch und ich habe auch die Zeit im Rücken, dass ich diese 5 Sekunden jetzt auf Russell habe. Also ich muss jetzt auch nicht bis zur letzten Rille pushen, dass wir da jetzt, ja, ich kann auch mindestens 2-3 Sekunden verlieren. Das ist gar nicht schlimm und das, ja, werde jetzt auch wirklich nicht pushen bis zum übelsten Limit. Auch hier wieder ins Gas gekommen. Da kommen diese Flüchtigkeitsfehler. Ihr werdet es bestimmt bestätigen können. So ab, wenn du eine Strecke 20, 25 Runden gefahren hast, also 25 geht ja theoretisch eh nur in Monaco, noch mehr, dann kommen irgendwann die Flüchtigkeitsfehler. Du lenkst zu früh ein, du verbremst dich. Also so diese Routinefehler. Es ist fast eine Sekunde jetzt auf den Russell verloren. Das ist, ja, noch in Ordnung. Während wir uns hier nochmal den Replay von dem Restart nach der roten Flagge angucken und Hamilton ist gestanden. Der Start war grottenschlecht, auch der Teamkollege vorbei, der hat sich da, ja, auffressen lassen. Wir schweben wieder aus dem Senna S raus, das ist schon fast so ein heiliger Schwall, der hier drüber ist, oder? Alles so hell ein bisschen, so, ja, und da war dann, okay, da hat die rote Flagge wieder weggenommen. Die war nämlich schon vorbei und da ist, ja, Russell dann am zweiten Alpin gescheitert. Jetzt sind es nur noch 2,3 Sekunden. Wir haben ein bisschen Zeit auf Russell verloren. Aber auch generell auf die komplette Konkurrenz. Mein Auto geht auch komplett anders mit Reifenverschleiß um. Ich muss aber auch sagen, dass ich ein bisschen ESO aufgespart habe, weil ich noch einmal hier die schnellste Rennrunde probieren wollte, die jedoch sowieso nicht funktioniert. Rot im ersten Sektor. Und Ocon übernimmt hier wieder. Da gibt es die Verwarnung. Das ist aber auch meine erste, also, oder die zweite oder so. Ocon nimmt hier wieder den zweiten Platz für sich. Ich glaube aber auch nicht, dass das schon ausgesprochen ist, dass es nämlich nochmal eine DRS-Zone bis zur Ziellinie gibt. Wenn Russell dranbleibt, könnte das auch für ihn knapp werden, also für ihn rausgehen. Jetzt hier mal den Bergchen rauf und ja, mal gucken, vielleicht wird's was. Nein, wir gucken nicht, wir schaffen das auf jeden Fall. Jetzt sind es wieder 3,7 Sekunden, jetzt hat auch wieder Ocon abreißen lassen und wir verbremsen uns hier in der letzten richtigen Kurve. Hoffentlich, ja, funktioniert das dennoch. Ich muss ein bisschen mit dem Gas triggern, jetzt geht's wieder. Dennoch, oh mein Gott, okay, das wird jetzt sehr knapp. Das sind nur noch 4 Zehntel, 3 Zehntel, 2 Zehntel. Boah, zum Schluss war es noch knapper als gedacht, obwohl wir 5 Sekunden hatten. Turbulenten Verlauf ist dieses Rennen nun zu Ende. Was denkst du, Stefan, wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Und wir gewinnen hier den nächsten Grand Prix in dieser Season, aber heute wurde es uns einfach gemacht. Die Red Bull haben sich selbst ins Aus geschossen und Mercedes hatte irgendwie heute nichts drauf. Keine Ahnung, was da los war. Russell hat sich den zweiten Platz noch gesichert. Nein, hat er sich nicht. Russell ist Dritter geworden und wir nehmen die meisten Punkte hier mit, weil eben Max Verstappen gepatzt hat. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Patzer heute, der wird ihn vielleicht noch teuer zu stehen kommen. Das werden wir aber dann vermutlich erst in Abu Dhabi sehen, ob es dann dennoch für die Weltmeisterschaft reicht. In der Konstrukteurs-WM scheint schon alles entschieden zu sein. Gegen Esteban Ocon konnten wir uns durchsetzen. Der hat zweimal kurz aufgemuckt. Aber ja, wir konnten es dennoch wieder retten. Was für eine Leistung. Wir werden hier wieder, wir gewinnen hier wieder. Das war wirklich nicht zu erwarten. Am Anfang vom Wochenende dachte ich mir sogar, oder am Anfang vom Video dachte ich mir sogar, boah. Brasilien, boah, das wird schwierig, aber jetzt einfach so zack, zack, zack. Und ich glaube aber auch, wenn dieser Dreher von Verstappen und dieser Crash von Perez nicht gewesen wären,
dann wäre es vermutlich anders ausgegangen. Da bin ich mir sicher. Da wäre es ganz, ganz anders ausgegangen. Da hätten wir auch vermutlich einen Doppel-Red Bull-Sieg oder so gehabt. Aber so passiert es. Die besten Siege werden eben so geschrieben. Und ja, jetzt mal hier zurück. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz_tobi. Folgt auch gerne rein, falls ihr es noch nicht habt. Auch gerne auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio. Und ja, wir werden noch einmal alles austauschen, aber natürlich ohne Strafen, denn ich will mir da auch nichts jetzt mehr entgehen, irgendwie nehmen durch diese Strafen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern ein Däumchen unten auf, falls euch meine Videos gefallen haben. Und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen wieder hier auf YouTube. Bye!